Also ich heiße Martin Bräutigam, komme aus Aachen und mein Hauptfotografiegeschäft ist die Hunde- und ja, Hochzeitsfotografie. Mit dem Edmund bin ich seit diesem Jahr Juli 22 in der aktiven Zusammenarbeit. Ja, also die anderen Teilnehmer kennenzulernen, das hat schon viel Spaß gemacht. Ich muss dazu sagen, ich musste mich so ein bisschen da erstmal überwinden, aber letztendlich ist da jeder so, wie man auch selber drauf ist. Das ist wirklich ein guter Kreis gewesen, jeder ist da so ähnlich und es hat Spaß gemacht und man konnte sich wirklich schon sehr gut austauschen und Tipps mitnehmen, von daher war das schon ein großer Erfolg. Ich war schon ein bisschen aufgeregt vorher, mal gucken, wie das so ist, wenn man die Leute halt nur aus dem Internet kennt und am Ende war die Aufregung aber völlig umsonst, da es wirklich so war, wie man sie kennengelernt hat. Also sehr entspannt, sehr menschlich, herzlich und gab es da gar keine Berührungsängste, das war dann völlig umsonst und sehr positiv. Es war eigentlich die Frage, die mich am meisten interessiert hat, so wie Edmund das so in Zukunft vorhat, was seine Pläne für die Zukunft sind und hier sein Büro noch weiter ausbauen möchte, sodass er dann halt so ein richtiges, ich sag mal vielleicht auch Imperium schaffen möchte. Und das motiviert einfach sehr, weiterzumachen, zu wachsen und es war sehr interessant und es macht auch Spaß, dann so einem Vorbild dann beim Wachsen zuzusehen und zu schauen, was man alles erreichen kann, wenn man sich nur in den Kopf gesetzt hat. Ja, es ist natürlich ein sehr großer Ansporn zu sehen, dass andere es schaffen können, mit dem gleichen Hobby, was man selber hat, es zu schaffen, dass die Zweifel vielleicht unbegründet sind und man muss einfach nur dranbleiben und natürlich, man spricht offen, es gibt auch mal schlechte und mal gute Tage, aber das Wichtigste ist einfach dran zu bleiben und an sein Ziel zu glauben und dann wird es auch es wird dann von Erfolg gekrönt sein. Ja, das Selbstbild hat sich insofern verändert, dass es jeder schaffen kann und wie gesagt motivierend ist und ich dann auf jeden Fall dranbleiben möchte und dann es einfach durchzieht, auch wenn es mal vielleicht eine schlechte Zeit im Leben gibt oder wo auch viel Arbeit ist, dass sich das auf jeden Fall lohnt, dran zu bleiben und der Erfolg dann einem irgendwann dann auch recht gibt. Ja, die ersten Veränderungen war, dass ich meine bisherige Internetseite halt komplett neu gestalte derzeit, auch auf die Punkte eingehe, die auf jeden Fall darauf sein müssen, dass ich die überhaupt erstmal kennengelernt habe, die implementiere und das dann jetzt umsetze und auch das ganze Mindset. Wie gehe ich an die Sache ran, wie motiviere ich mich und so weiter und das waren die ersten Dinge, die sich dann jetzt schon aktiv geändert werden und da werde ich auf jeden Fall weiter motiviert dranbleiben. Vor der Zusammenarbeit war mein Geschäft so aufgebaut, dass ich eigentlich nur Kunden darüber gewonnen habe durch Empfehlungen. Ich habe auch, aber auch ehrlich gesagt, vorher mich nicht darum bemüht, weil ich jetzt erstmal ganz am Anfang stand. Ich habe mein Nebengewerbe erstmal nur gegründet, damit das halt abgesichert ist für Fremdkunden sozusagen, weil ich vorher immer für Freunde, Familie, Arbeitskollegen Fotos gemacht habe. Und dadurch, dass ich letztes Jahr Edmunds Anzeige gesehen habe mit dem Buch, mit dem Hörbuch, da ist erst überhaupt der Gedanke gekommen, hey, du könntest ja dein Hobby überhaupt ausbauen. Und vorher habe ich es eigentlich gar nicht aktiv beworben oder betrieben. Das kam jetzt alles so mit einem Mal. Und dann habe ich gedacht, dann machst du es doch am besten gleich direkt richtig. Ja, der persönliche Kontakt, den ist eigentlich schon ja, freundschaftlich. Also Edmund ist eigentlich immer für einen da, antwortet schnell, kann einen jede Frage beantworten oder falls mal nicht, wird sich aber darum gekümmert und ich fühle mich da sehr gut aufgehoben und mache mir da eigentlich gar keine Gedanken, dass mal irgendwas nicht klappt und das war von Anfang an so, auch mit der Anja schon gegeben im Gespräch und da hatte ich eigentlich von vornherein gar keine Zweifel, dass das nicht klappt. Ja, die Zusammenarbeit würde ich im Prinzip jedem Fotografen empfehlen, der entweder gerade sein Geschäft noch komplett neu aufbauen möchte, dass er es komplett von Anfang an richtig macht, vielleicht noch nicht so viele eigene Fehler macht, sondern schon auf den Edmund hört und direkt richtig starten kann. Oder halt auch jemanden, der vielleicht schon länger ein Geschäft hat, es aber nicht so gut läuft, damit das wieder auf Vordermann gebracht wird und dass man sein Hobby
weiterhin zum Beruf macht und den nicht aufgeben muss.